Sonntagabend, Public Viewing in der Blauen Grotte. Fischbach im Hunsrück. Hier wohnt Sarah, Kandidatin in der Sat.1-Kuppelshow, schwer verliebt. In ihrem Dorf ist sie seitdem zum Gespött geworden. Es wird ja schon ziemlich viel darüber gelacht. Und ich will nicht wissen, wie so ein Mensch sich jetzt fühlt. Sie ist natürlich sehr bloßgestellt, diese junge Dame. Sarah ist Single, wollte über diese Sendung einen Partner finden. Die Kandidaten lernte sie richtig erst vor laufender Kamera kennen. Statt Romantik, peinliche Szenen. Prost. Prost. Prickelt's bei dir auch im Herzen? Ja, in meinem Herzen prickelt's auch. Jetzt wird's richtig eklig, muss er mir die Finger ablecken. Und das war vorgegeben. Und diese Bettszene, ist die gestellt? Die ist auch gestellt. Er hat später wieder auf der Luftmatratze gepennt. Und da musste ich den auf die Wange küssen. Entspricht das Ihren Gefühlen? Nein, überhaupt nicht. Warum haben Sie es dann getan? Weil man mich unter Druck gesetzt hat. Wie? Ja, weil die gesagt haben, du musst das machen. Kommst nicht drum rum. Sarah wurde in einem sozialen Netzwerk kontaktiert. Nach Casting und Probedreh kam der Vertrag. Der Vertrag kam per Kurier. Und der Kurier musste den Vertrag sofort wieder mitnehmen. Wie lange haben Sie gehabt, um den durchzulesen? Höchstens 5 Minuten. Dass das so ein Knebelvertrag ist, das habe ich echt nicht gewusst. In dem Vertrag, der Frontal 21 vorliegt, muss der Kandidat unterzeichnen, dass er möglicherweise während der Produktion Situationen erlebt, die für ihn psychisch oder physisch belastend sein können. Ihm ist nicht gestattet, sein äußeres Erscheinungsbild wesentlich zu verändern. Es wird absolutes Stillschweigen vereinbart. Und das alles bis zu 15 Drehtage für eine pauschale Vergütung in Höhe von 700 Euro. Der Medienrechtler Martin Huff bezeichnet diesen Vertrag gegenüber Frontal 21 als sittenwidrig. Also insbesondere zum Beispiel der Verzicht darauf, einen einstweiligen Rechtsschutz zu beantragen. Also sich wehren zu können, wenn man der Auffassung ist, dass etwas Unrechtes geschehen ist in der Sendung. Das ist einfach nicht möglich, auf so etwas zu verzichten. Auch das Aussehen nicht verändern zu dürfen während der ganzen Produktionszeit greift für mich in das Persönlichkeitsrecht ein. Und auch das vereinbarte Honorar mit 700 Euro in diesem Fall liegt, wenn man die Stunden zusammenzählt, unter jedem Mindestlohn, den wir in Deutschland vereinbaren. Wir wollen Sat.1 zu den Verträgen befragen. Kein Interview. Schriftlich heißt es, Zitat: Vertragliche Details kommentieren wir grundsätzlich nicht. Alexander Hörter bei seiner Anwältin. Auch er hat einen solchen Vertrag unterzeichnet. Am Anfang schien alles freiwillig zu sein. Und dann hieß es auf einmal, hier ist ein Drehplan, hier ist ein Wordingplan, haltet euch dran. Und dann wird das schon mit psychischem Druck richtig auf diktatorische Art und Weise manipuliert und sagt, ihr macht das, was wir sagen. Im Drehplan heißt es: Zum ersten Mal seit langer Zeit wacht eine Frau oder sogar vielleicht zwei bei Alexander auf. Also dann sollten wir dann dementsprechend duschen gehen. Ne, dann war die Frage, ob wir gemeinsam oder getrennt jeder einzeln geht. Also hier wurde schon suggeriert, dass man dementsprechend Intimität vorgaukelt. Nach Abschluss der Dreharbeiten hieß es, er passe nicht ins Konzept der Sendung. Jetzt klagt er sein Honorar ein. Man darf Menschen nicht gegen ihren Willen in bestimmte Situationen hineinzwingen, die sie nicht kontrollieren können. Und man darf Menschen nicht, die das nicht einschätzen können, in dieser Art und Weise bloßstellen und der Lächerlichkeit preisgeben. Und da sind meiner Ansicht nach die Grenzen schon längst überschritten. Wir legen der Landesmedienanstalt Rheinland-Pfalz den Kandidatenvertrag vor. Ich räume ein, ich habe das eben bereits gesagt, dass ich davon ausgehen kann, dass der ein oder andere sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, sich in die Medienöffentlichkeit zu begeben und was dann passiert und sich hier auszusetzen. Aber es geht nicht darum, dass wir die Verträge bewerten. Das ist nicht unsere Zuständigkeit, das machen wir nicht, sondern wir werten ganz klar und prüfen ganz klar das, was auf dem Bildschirm passiert. Und hier sind wir dabei. Sarah Heinrich wehrt sich, will ihr Bild in der Öffentlichkeit gerade rücken. Vera Müller von der Lokalausgabe der Rheinzeitung hat eine Internetplattform eingerichtet, auf Sarahs Seite.
also einem Drehbuch gemäß handeln und agieren zu müssen, das ganz weit von einem selbst weg ist, von der Persönlichkeit weg ist, das nur darauf abzielt, einem Publikum irgendwas zu bieten, ja, auf das es sich möglichst gut amüsiert oder sich erheben kann oder sich fremd schämt. Ja, es ist ein Hergeben, es ist ein, ja, eine Form von Missbrauch, definitiv. Dazu heißt es von Sat.1, Zitat: Weder Sarah noch ein anderer Kandidat unseres Formats Schwer verliebt ist zu Handlungen und Aussagen gedrängt worden. Ein Drehbuch lag bei Schwer verliebt nicht vor. Sarah hat zu keiner Zeit Dinge tun müssen, die sie nicht tun wollte. Möglichst viele Menschen glücklich zu machen, sei das Ziel des Formates, heißt es weiter bei Sat.1. Das sieht Sarah inzwischen anders. Sie lässt sich jetzt von einem Anwalt vertreten.